Also FZ und WUK haben 81 das Gebäude besetzt. Das FZ ist eine eigenständige Bestandsnehmerin der Stiege 6, das WUK der Stiege 1 bis 5. Die Stadt Wien hat ja jetzt für die notwendige Sanierung, die ansteht, vor allem für den barrierefreien Zugang, einen Mietvertrag verlangt, den das WUK für das ganze Gebäude unterschrieben hat, was von unserer Sicht aus illegitim ist, weil ein Bestandsnehmer nicht über eine andere Bestandsnehmerin einen Vertrag abschließen kann. Wo die Gemeinde und diese neoliberalen Politikerinnen total drübersteigen, ist einfach, dass in dem Haus seit 39 Jahren Tausende von Stunden unbezahlter Arbeit von Frauen geleistet worden ist und dadurch ein wichtiger Bestandteil einfach in der frauenpolitischen Szene in Wien sowie in Österreich war. Und aktuell versucht die Stadt Wien über diesen Mietvertrag eine kommerzielle Nutzung des Hauses zu ermöglichen. Und das zeigt sehr deutlich, dass die Stiegenhäuser und der Dachboden und der Innenhof ausgenommen ist, dass das längerfristig die Stadt Wien hat, dieses Gebäude kommerziell zu nutzen und nicht im Sinne dessen, wie es FZ und WUK hat, als für soziale Initiativen von unten, für Basisinitiativen Raum zu schaffen, um gemeinsam für ein besseres und solidarisches Leben zu kämpfen und für ein gutes Leben für alle. Das lassen wir uns nicht gefallen, das lassen wir uns nicht bieten und denen sagen wir einfach den Kampf an, weil sie haben unseren Krieg erklärt.